Hallo meine lieben Battlefield 4 Freunde, willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir sind hier angekommen mit Irish und Wrecker am Flussufer und müssen jetzt in das Boot umsteigen. Ja, die letzte Folge war ein bisschen chaotisch. Ich habe es nicht wirklich hinbekommen, den Panzer zu zerstören, weil ich am Anfang nicht wusste, was ich tun muss. Und wir müssen jetzt schleunigst hier an Bord gehen. Schnell wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich beides getan. Schleunigst und schnell. Okay, kommt drauf. Heck, alles okay? Ja, klar. Wir haben in der letzten Folge noch eine Familie mitgehen lassen. Wir haben die gerettet. Wir kommen in einem zivilen Boot. Over. Hier, Fortress. Okay, Beeilung. Die alte Rostschüssel ist nicht gerade ein Speedboat. Over. Hier ist Fortress. Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone. Steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lagebericht. Wow. Heilige Scheiße, was war das denn? Keine Sorge! Der zerstört Elektronik, keine Menschen. Wir müssen die Leute hier raus und in Sicherheit bringen. Fortress, hier ist Tombstone, komm! Scheiße, alles tot. Sieh mal die Boote. Die ganzen Leute, die setzen auf den Präsentierteller. Fortress! Fortress, wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier lassen, Pack! Folgt uns! Wir bringen uns zu USS Mercury! Bist du nicht ganz dicht, Irish? Ich bin völlig klar im Kopf. Folgt uns! Ihr müsst uns folgen! Wir bringen euch in Sicherheit! Los! Fortress, hier ist Tombstone, kommen, over! Fortress, hier ist Tombstone, kommen! Heilige Scheiße, und hier bricht jetzt das völlige Chaos aus. Alle Boote, alle Elektronik wurde von einem EMP-Schlag getroffen. Und Irish will jetzt, dass alle ihm folgen auf die USS Valkyrie. Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um eine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Was einfach eine krasse Szene eben war, dass ich fand, das kam so unerwartet. Einfach mittendrin so ein EMP-Schlag und dann mit so einer krassen Animation. Einfach unglaublich, dieses Spiel, das kann man immer wieder erwähnen. Es lohnt sich wirklich, dieses Spiel sich zu kaufen. Das kann ich wirklich allen empfehlen. Die Story ist einfach bis jetzt atemberaubend. Und Entschuldigung für den kleinen Ladescreen gerade. Das könnt ihr ja wegspulen. Yo, Wrecker! Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafmutation in 10. Bin eh schon seit 2 Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Es ist scheiße heiß hier drin. Es gäbe überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Peace, Wrecker. Okay, wir sind jetzt an Bord der USS Valkyrie, meiner Meinung nach. Und haben jetzt den Auftrag, Irish zu finden, und haben uns gerade hier mit einem Marinen-Menschen unterhalten. Seemann, warte mal. Okay, wir müssen jetzt unbedingt Irish finden. Das ist jetzt erstmal die erste Sache, die wir machen müssen. Und können uns jetzt hier mal die Räumlichkeiten angucken. Das sind also alle Schlafkabinen, wo sich Marineoffiziere und andere Leute dieser USS Valkyrie schlafen legen. Und es ist unglaublich gut inszeniert. Hallo, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Ich suche Irish. Okay,
Okay, dann eher nicht. Ich dachte, wo ist der denn gerade hin? War auf einmal weg, dann hat er sich nur gebückt. Okay, wir müssen anscheinend hier durch zum Ausgang und wir öffnen die Tür und schauen, was sich dahinter befindet. Und wie krass ist das denn bitte? Das Wasser ist einfach unglaublich gut gemacht. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Diese Blinden, diese scheiß Chinesen. Wissen nicht, ob sie Chinesen waren. Wow. 100 Mäuse, das hier ist wahr. Wenn wir uns mit der Titan treffen, wissen wir es mit Sicherheit. Hey, Station 6! Seht ihr was? Negativ, wir sehen nichts, aber ganz in der Nähe muss Land sein. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen durch die nächste Türe. Wieder ins Innere. Ins Innere. In das Innere, genau. Okay. Das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant. Der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Ihr müsst die Zuleitung überprüfen und die Abflüsse. Verstanden? Als nächstes müssen wir die Klimaanlage und die Filter wieder zum Laufen bringen. Team Powers, ihr kümmert euch drum. Fangt mit Abschnitt B4 und E9 an. Seht mal, wie weit ihr kommt. Und Stamper, Underwood. Ich habe schon wieder eine Meldung, dass der Raum unter dem Fahrzeugdeck vollgelaufen ist. Seht euch die Pumpen an, da kann was nicht in Ordnung sein. Okay, ich denke, das schaffen wir bis zum Schichtwechsel. Ich sehe es mir noch mal an. Okay. Okay, also hier hat das ganze Team mächtig allerhand zu tun hier. Denn der EMP-Schlag war ja auch nicht ohne eben. Der war wirklich nicht ohne. Der hat eine Menge getroffen bestimmt auch an diesem Schiff, obwohl das Schiff noch fährt. Also es scheint auch gerüstet dagegen zu sein, gegen EMP-Schläge. Und überall stationieren hier Soldaten, sogar bewaffnet. Und wir müssen immerhin noch Irish finden. Wrecker, leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergeleitet. Ja, da hast du schon recht, mein Freund. Jetzt wollte ich gerade anfangen zu reden, hat er mir dazwischen gequatscht hier. Muss hier sehr aufpassen, dass man nicht die Dialoge überspricht. Was ein großes Schiff. Einfach unglaublich hier. Die Krankenstation ist da hinten. Hey, das ist doch Pack, oder? Der Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lass sie durch, Leute. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos, gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Ich habe keine Ahnung, dass du überhaupt sauer ist auf mich. Aber gut, dass du es ansprichst, Pack. Denn ob seine Entscheidung so gut gewesen ist, die ganzen Flüchtlinge aufzunehmen, das weiß ich noch nicht. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Obwohl, meiner Meinung nach ist es ja immer gut, Flüchtlinge zu retten, auch in solchen schweren Zeiten hier, wie nach so einem EMP-Schlag. Wow, und echt ein super krasses Schiff. Wir sind hier an Unterdeck gerade. Unglaublich. Ich zeige euch das nochmal eben kurz, weil mich das selber interessiert. Der Hubschrauber hat auch die Rotoren eingeklappt obendrauf.
Okay, wir schauen uns das Ganze nochmal eben zu Ende an. Hier, bevor wir weitergehen. Aber ich denke mal, das wird nur nach oben gefahren jetzt. Sehr krass animiert. Muss ich schon immer wieder zugeben, es ist ein super krasses Spiel. Bis jetzt unglaublich, wie weit die schon sind mit solchen Spielen. Ist voll in Ordnung. Bringt uns immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Das ist schlecht für den Zusammenhang. Auf der anderen Seite darf man das Gewissen nicht komplett ausblenden, oder? Na, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung. Nicht Irish. Hey, Irish! Back! Hey, was geht, Kleiner? Hier für dich. ...396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feindscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Ja, das habe ich auch schon die ganze Zeit gefragt, denn dann hat uns ja eigentlich die Aufgabe übertragen, als Squadleader hier zu fungieren, und irgendwie hat Irish sein eigenes Ding eben durchgezogen. Dann ist es halt so. Es war das Richtige. Deine Argumentation musst du doch fallen, Irish. Denn eigentlich hatten wir das Kommando und wir müssten Irish eigentlich die Befehle geben. Und das hat Irish für uns übernommen, wo ich ja eigentlich auch ganz froh drum bin, denn es war eine schwere Entscheidung, hier die Leute mit aus an Deck zu nehmen auf das Schiff. Und nun gut, jetzt haben wir wieder so ein bisschen mehr das Kommando hier in diesem Spiel, denke ich mal. Und wir müssen jetzt mit dem Commander sprechen. Und ich kann mich noch sehr gut an Battlefield 3 erinnern, an das Kriegsschiff von Battlefield 3, wo man eine kleine kurze Szene hatte, wo man Oberdeck gekommen ist. Okay, anscheinend passiert hier gerade irgendwas. Was ist los? Seht euch das an. Da. Nicht zu fassen. Oh, das Schlachtschiff brennt. Das ist gar nicht gut. Und zum Geier ist Tombstone! Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir! Komm, Wrecker! Okay, lass mich mal bitte durch. Ja, geh einfach vor, Irish, klar. Peck, drängelt euch einfach vor. Also irgendwie werden wir hier nicht richtig anerkannt. Als Position des Sergeants. Und der Staff Sergeant, glaube ich. Was ist los? Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Jetzt habe ich mir einfach vorgedrängt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommen. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Alles klar, wir rüsten uns jetzt hier erstmal aus. Mit ein paar Waffen. Was nehmen wir denn da am besten? Ich finde, wir sollten eine Schrotflinte nehmen auf engen Raum. Wir nehmen mal die Hawk 12G mit. Und als Sekundärwaffe packen wir mal die M412 Rex ein, die uns ja auch schon gute Dienste erwiesen hat, und eine Gasmaske. An der Waffe ist nämlich außerdem eine Taschenlampe dran. Los. Hier sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Und heute gibt es eine überlange Folge, denn das Ganze hier werden wir weiterspielen, denn ich habe mir überlegt, dass ich doch längere Folgen mache als kleine Folgen,
Und in den letzten paar Tagen gab es ja kleinere Folgen. Jetzt gibt es mal wieder eine sehr große Folge. Und dafür halt nicht mehr zwei am Tag. Dafür lieber eine längere Zeit. Erreiche die USS Titan. Okay, wir müssen jetzt hier ans Steuer gehen, dieses Bootes. Okay, und jetzt können wir einsteigen hier. Und ich muss anscheinend fahren, oder wir müssen anscheinend fahren. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht um die Valkyrie, Junge. Okay, wir sind gar nicht an Bord der USS Valkyrie. Was da hinten ist die USS Valkyrie? Wir sind beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Wir kriegen Luftunterstützung. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Ein Little Bird. Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Farben. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Agent, hoffe ich. Wie bitte, Marine? Ich genieße die Fahrt, wie ich es tun soll. Kann niemand sehen? Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott! Sie läuft voller Wasser! Glaub's nicht! Glaub es euch, kleiner Bruder! Irgendjemand hat sie erledigt! Tobi, Sir! Wo müssen wir hin? Kommt hier rein! Padmo und Kreisi! Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so! Okay, wir müssen jetzt die USS Valkyrie umkreisen und nach einem Loch im Rumpf suchen. Ich hab's heute in meinem Sprach benannt, Entschuldigung. Okay, hier können wir rein. Hier können wir rein. Okay, wir steigen aus. Okay, ich weiß noch nicht gerade ganz, wie wir hier hochklettern sollen. Mit der Leertaste. Und ich bin froh, dass ich die Waffe mitgenommen habe, denn die Taschenlampe ist sehr hilfreich. Muss ich ja schon zugeben, auch gerade in dunklen, engen Räumen ist eine Schrotflinte mit Taschenlampe nicht sehr schlecht. Und das Schiff sieht auch nicht mehr sehr stabil aus, alles ist am Brennen. Komm, haben wir einen Fluchtplan, wenn das Ding kippt? Irgendwann wird sie runterrutschen. Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wir müssen jetzt Luke G46 finden. Dala, geh voraus! Okay, es scheint die Luke für die G-Räume zu sein. Eingehen und ausgehen. Und hier kommen wir weiter. Und hier ist sie, Luke G46. Okay, dann öffnen wir das Ding mal. Ja, warte, ich helfe dir. Aufmachen! Sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja? Ja, ich kann auch schwimmen. Da müssen wir über Wasser sein. Also los! Okay, dann immer rein da. Und was uns danach erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge von Battlefield 4. Bis dahin, meine lieben Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.